niemals 100% an meine Grenzen gehen. Extrem fokussiert arbeiten. Man muss immer wissen, was man will. Absolut konsequent sein und seine Kräfte maximal bündeln. Und bei TB Schenker ist das Gleiche. Früher war es ein bisschen umständlich. Man hat die Skier wieder einpacken müssen, das Equipment wieder auspacken. Hat sehr, sehr viel Energie verwendet, nur um endlich arbeiten zu können. Das fällt jetzt natürlich alles weg. Jetzt ist alles im Auflieger. Es ist perfekt eingerichtet. Und was natürlich ein Riesenvorteil ist, ist nachher hinten noch die Schleifmaschine, was man drin hat, wo man wirklich sagen kann, wenn das Wetter umschwingt und man hat nicht den gerechten Schienen, dann schleift man einfach um. Sind eigentlich alle über den Truck speziell begeistert. Die Arbeit, ich glaube, die Ergebnisse haben doch auch ein bisschen für uns gesprochen letztes Jahr. Für mich natürlich eine super Geschichte, weil einfach ein Part wieder weggekommen ist und ich brauche mir das nicht sorgen, weil das TB Schenker einfach voll und ganz erfüllt. Ja, für mich steht TB Schenker einfach da, dass man ohne groß rumreden immer super Unterstützung kriegt. Also das ist optimal. So wie wir im Sport immer in der Leistung uns wieder weiterentwickeln wollen und wieder Neues und Verbesserungen suchen, habe ich das Gefühl, dass das bei TB Schenker einfach auch voll da ist. Wie man jetzt sieht, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Man kann sich darauf verlassen und es ist immer schön, einen Truck zu sehen. Ich glaube, dass TB Schenker sowieso fast nicht zum Schlagen ist. Wie willst du da konkurrieren mit der? Also mir fällt da jetzt nichts ein, aber wenn mir was einfällt, dann melde ich mich bei euch.